Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens, heute mit einem Special zum Thema Corona-Krise. Genau genommen mit dem Thema Fütterung zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Krise. Ja, jeder dürfte es jetzt bemerkt haben, Corona ist nach wie vor ein Thema und die Politik hat entsprechend reagiert, denn nicht nur die gesundheitlichen Schäden, sondern auch die ganzen wirtschaftlichen Schäden, die infolge der Bemühungen zur Eindämmung des Virus entstehen, sind natürlich wichtig zu beachten und stellen eine starke Einschränkung dar. Und gerade kleinere Unternehmen sind davon sehr betroffen und können an das Existenzminimum geraten. Und dafür hat der Gesetzgeber sich einige Fördermaßnahmen überlegt, um, sag ich mal, diese ganzen wirtschaftlichen Ausfälle, die durch Corona entstehen, abfedern zu können. Und das möchte ich euch heute gerne vorstellen, vor allem für all diejenigen, die gerne ein Unternehmen haben, oder Unternehmen beraten, dass die Möglichkeiten aufzeigen können, was hier zu tun ist, was getan werden kann und vor allem, ob man denn überhaupt das Recht dazu hat. Die Förderungen, die wir uns hier anschauen, sind erstens die Soforthilfe am Beispiel NRW, zweitens die Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung, drittens der Antrag auf die zinslose Stundung der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und oder Umsatzsteuer, viertens der Antrag auf Herabsetzung, Vorauszahlung EST, KST und des Gewerbesteuermessbetrages, fünftens der Verzicht auf steuerliche Vollstreckungsmaßnahmen und sechstens das Kurzarbeitergeld, was aktuell auch in den Medien im Thema ist, leider dort aber sehr, sehr oft auch etwas falsch behandelt oder sehr oberflächlich behandelt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt zu dem Thema komme, mich haben viele schon zu dem Thema Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise gefragt und gesagt, ich habe eine Nachricht gehört oder mir hat einer erzählt. Und ich muss ehrlich sagen, da sind echt haufenweise Fehlinformationen dabei. Ich habe es extra auch nochmal nachgeschlagen. So, deswegen, hier kommen erstmal die meines Erachtens richtigen Varianten zu all den Sachen. Und wir fangen mit der Soforthilfe am Beispiel NRW an. Was können wir sagen? Wir können sagen, zur Abfederung der wirtschaftlichen Einbußen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus hat der Bund ein Soforthilfepaket beschlossen, das von den einzelnen Bundesländern umgesetzt wird. Nachteil ist natürlich hierbei, jedes Bundesland kann wieder sein eigenes Süppchen kochen, eigene Regelungen dafür festlegen. Ich habe mir ein paar der verschiedenen Anträge angeschaut, nicht alle. Mehr oder weniger steht bei allen dasselbe. Ich beziehe mich aber auf NRW. Erstens, weil ich in NRW wohne. Zweitens, weil das bisher die beste Seite war mit den meisten Informationen, die man dazu überhaupt finden konnte von den ganzen Bundesländern. Was bedeutet das? Es bedeutet, auf Antrag können bei Einhaltung gewisser Voraussetzungen Fördergelder beantragt werden. Der Antrag ist dem entsprechenden Bundesland zu stellen, in dem sich der Unternehmenssitz befindet. Auch eine häufige Frage. Ich wohne in dem Land, mein Unternehmen ist dort. Wo muss ich es machen? Da, wo offiziell der Unternehmenssitz ist. Jedes Bundesland, wie ich schon gesagt, hat eigene Vorschriften und Formulare, die digital heruntergeladen werden können. Und wie ich auch schon sagte, ich nehme hier NRW. Anträge dürfen zum aktuellen Stand der Präsentation bis zum 31.05.2020 gestellt werden. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass wenn die Pandemie noch länger andauert, und das ist höchstwahrscheinlich abzusehen aktuell, auch die Anträge verlängert werden, wäre nämlich ansonsten nicht mehr eine Gleichberechtigung für jene, die erst später davon betroffen sind. Sag ich mal so, der sekundäre und tertiäre Produktionssektor zum Beispiel oder Dienstleister, die nicht direkt in den Bereichen arbeiten, sind erst etwas später davon betroffen und erleben quasi die wirtschaftlichen Einbußen zeitversetzt. Die Soforthilfe kann von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die maximal 50 Beschäftigte haben und die weiteren Voraussetzungen erfüllen. Das machen wir alles wieder an einem schönen Prüfschema, das ich vorbereitet habe. Damit kommen wir dann ganz gut durch. Und zum Thema Beschäftigte, das ist nicht so zunehmend der Begriff, wie wir das kennen aus dem Bereich Lohn, sondern man hat dann selbst festgelegt oder die haben festgelegt, was als Beschäftigte gilt und wie die zu zählen sind. Das schauen wir uns auch gleich an. Aber wenn man diese ganzen Voraussetzungen erfüllt und dann diese Anzahl Beschäftigter oder Angestellter hat, dann werden Fördergelder in folgender Höhe gewährt. Bei 0 bis 5 Angestellten 9.000 Euro, es heißt offiziell 1 bis 5, aber da der Unternehmer selbst als Angestellter gezählt wird, kommen wir quasi nie bei 0 raus. 6 bis 10 Angestellte sind 15.000 Euro und 11 bis 50 Angestellte gibt es 25.000 Euro.
Fördergelder sind steuerpflichtig in der Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer, allerdings steuerfrei in der Umsatzsteuer. Und wenn man denn die Kohle bekommt und das Geld dann auf der Bank eingeht, dann buchen wir Bank an Investitionszuschüsse steuerpflichtig. Zugrunde gelegt werden dafür die Angestellten zum 31.12.2019. Was ist bei Neugründungen, die nach 31.12.19 sind? Ja, da wird die Anzahl der Angestellten im Vormonat der Antragstellung gewährt. Also Beispiel, wir stellen jetzt im April angenommen den Antrag. Dann schauen wir, was haben wir denn zum letzten März, wie viele Angestellten hatten wir da? Die Anzahl der Angestellten wird dabei wie folgt ermittelt. Ein Minijobber, da ist egal wie lange der arbeitet, der zählt immer als 0,3 Angestellte. Ein Angestellter, Beschäftigter, der weniger als 20 Stunden macht, aber halt kein Minijobber ist, weil er einfach mehr Gehalt bezieht, der gilt als 0,5 Angestellter. Hat der Angestellte eine Arbeitswoche normalerweise von 20 bis 30 Stunden, sind es 0,75 Stunden. Hat er mehr als 30 Stunden, dann gilt er als ein Angestellter. Unternehmer, da ist egal, die zählen auch per Definition als 1. Und was der Gesetzgeber ganz clever gelöst hat, ist sind Azubis. Bei denen ist erstmal auch egal, wie lange die arbeiten. Aber die zählen als voller Angestellter. Allerdings nur, wenn man noch nicht die 50 erreicht hat. Dann zählen die jetzt nur. Ich mache mal ein Beispiel. Sagen wir, wir hätten mal jetzt ohne Azubis 45 Angestellte laut dieser Ermittlungstabelle. Und wir haben im Unternehmen 10 Azubis. Dann gelten die ersten 5 als 1, wir erreichen 50. Und die letzten 5, sage ich mal, die zählen dann als 0, weil man durch Azubis diesen Grenzwert von 50, wo es dann kein Fördergeld mehr dafür gibt, nicht überschreiten kann. Also eigentlich, Azubis zu haben ist aktuell, sage ich mal, in dem Punkt hier top. Was ich auch oft gefragt wurde, ja, wie sieht das aus? Die sind jetzt in Kurzarbeit, die arbeiten nicht mehr. Wie muss ich die denn dann zählen? Selbst wenn die im Vormonat, den man hier zugrunde legt, oder zum 31.12. schon in Kurzarbeit gewesen sind, ist das vollkommen egal. Die zählen trotzdem ganz genauso, egal ob die tatsächlich auf Arbeit angetreten sind oder ob die zum Beispiel alle zu Hause geblieben sind, weil der Staat halt das Unternehmen dicht gemacht hat. Achtung, ganz, ganz wichtig, sehr oft falsch gemacht und sehr oft nicht bedacht. Die Soforthilfe sollte wirklich nur beantragt werden, wenn wirklich direkte wirtschaftliche Auswirkungen wegen dem Coronavirus vorliegen. Das hat nämlich wichtige Gründe, die auch echt ein juristisches Problem werden können. Erstens, das ist eine eidesstattliche Erklärung. Das heißt, vorsätzliche oder grob fahrlässige, unberechtigte Anträge können einen Straftatbestand darstellen, der mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Es geht sogar so weit, dass man eventuell im jeweiligen Berufsrecht es zum Entzug von Berufslizenzen kommen könnte, zum Beispiel bei Rechtsanwälten oder Steuerberatern. Zudem ist die Soforthilfe dann zu erstatten, um mit 5% pro Jahr zu verzinsen. Das heißt, stellt man einen Antrag leichtfertig, kann man wirklich massive Probleme kriegen. Man kann Strafe zahlen, man kann in den Knast gehen, man muss sie sowieso zurückzahlen mit Zinsen. Die Zins ist technisch gesehen eine Strafe, auch wenn das nicht wirklich eine Strafe ist, aber aufwandstechnisch. Und wenn man jetzt wirklich zu einem Beruf gehört, der eine spezielle Lizenz erfordert, kann das im Worst-Case-Szenario wirklich auch diese Lizenz kosten. Also hier bitte unbedingt aufpassen. Es gibt schon sehr viele leichtfertig gestellte Anträge. Und es ist jetzt aktuell nicht abzusehen, wie weit der Gesetzgeber von, ich sag mal, seinen Strafrechten hier Gebrauch macht. Ob man dann absieht davon danach irgendwann im Herbst oder so und sagt, ja gut, wir haben jetzt viele leichtfertig gestellt und die haben es eigentlich gar nicht gebraucht, die haben es aber zurückgezahlt, ist okay, waren nervös, hatten Angst. Oder man sagt, hey, sorry, wir sind ein Rechtsstaat, du hast dir eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Pech gehabt, sorry. Das ist nicht abzusehen, wie man damit umgehen wird. Weil das Gesetz eröffnet ja natürlich immer nur den Weg, eine Strafe zu verhängen. Aber es heißt ja noch nicht, dass es automatisch zur Strafverfolgung kommt. Aber sicherheitshalber nur wirklich stellen, wenn man tatsächlich wirklich auch zu dem bedürftigen Kreis gehört, sage ich mal. Zweitens, die Soforthilfe darf nicht zur Tilgung von Krediten verwendet werden, außer der wurde extra aufgenommen, um die Auswirkungen der Corona-Krise irgendwie zu bewältigen. Sprich, habe ich schon am 31.12.2019 einen Kredit aufgenommen, wo Corona noch kein Thema hier in Deutschland war. Den darf ich jetzt nicht tilgen und auch die Zinsen davon sind nicht hier mit reinzurechnen. Dafür ist die Soforthilfe nicht gedacht, denn dieser Kredit war für die Finanzierung oder zur
Behebung wirtschaftlicher Probleme zuvor schon gedacht. Drittens. Die Soforthilfe darf nur zum Ausgleich des Umsatzausfalls, also eingesparte Kosten sowie zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz, verwendet werden. Zu viel gezahlte Mittel sind zu erstatten. Viertens. Alle Belege müssen als Nachweis 10 Jahre ab Gewährung der Soforthilfe aufbewahrt und auf Anfrage den Behörden zwecks Überprüfung vorgezeigt werden. Nun gilt halt, oder sehr, eigentlich sehr oft schon, diese 10-jährige Aufbewahrungspflicht für andere Sachverhalte in der Buchführung. Es ist aber zu empfehlen, dass man sich einen, ich sag mal, eigenen Ordner oder so anlegt, wo das hier berücksichtigt wird. Wo man quasi sagt, okay, das ist extra für Corona, wenn einer fragt, kann ich zeigen, hier, da sind meine Mieten, da sind die Löhne, da sind die Lieferverbindlichkeiten, die ich damit decken musste. Bitte, hier schaue ich das an, dafür habe ich euer Geld verwendet. Kommen wir jetzt zum Prüfschema, mit dem wir feststellen können, überhaupt den Antrag stellen können. Also den Antrag stellen können wir immer, aber ob er Erfolg hat und ob man das Geld bekommt, hängt hiervon ab. Aber vor allem aktuell sind die ein bisschen überfordert, deswegen wird ein Antrag sehr schnell auch gewährt. Aber das Prüfschema dient natürlich dazu, dürfte man überhaupt den Antrag stellen. Oder muss man, wenn man, ja, ich sag mal jetzt, das etwas leichtfertig macht, wirklich mit diesen Sanktionen rechnen, die ich in der vorigen Folie aufgelistet habe. Die wichtigste Frage ist, wann hat das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit aufgenommen? Denn danach richtet sich erstmal alles. Ist es ab dem 01.01.2020 gegründet? Schauen wir uns dann gleich später auf den dritten Teil hier an. Ist es zwischen dem 01.01.2017 und 31.12.19 gegründet? Schauen wir uns das im zweiten Teil an. Wir schauen uns jetzt hier auf der ersten Folie aber erstmal an, was für all jenes, die vor dem 01.01.2017 gegründet wurden, ja. Es heißt offiziell vor 31.12.16, meines Erachtens ist also der 31.12.16 nicht definiert, weil da nicht in die Zeiträume ist, aber ich vermute mal, man meint hier quasi eigentlich eher vor 01.01.17, habe es aber mal so übernommen, wie der Gesetzgeber es geschrieben hat. Gut, dann müssen wir uns die Frage stellen, sind alle Gesellschafter nur beschränkt haftungspflichtig? Ist das der Fall, dann müssen wir prüfen, ob bei folgender Rechnung am 31.12. ein Wert kleiner 0 herauskommt. Wir nehmen das Stammkapital mal 0,5 oder durch 2, addieren dazu die Rücklagen und ziehen die Verluste ab. Wenn das kleiner 0 ist, dann sind wir nicht förderfähig, da wir ein Unternehmen in Schwierigkeiten sind, weil wir schon zum 31.12.19 eher quasi überschuldet waren rein bilanziell. Ist es nicht so, also kommt ein Wert größer gleich 0 heraus, sind wir nicht überschuldet und können weiterprüfen in Teil 2. Sind alle Gesellschafter nur beschränkt haftungsfähig und wir antworten mit Nein? Dann müssen wir schauen, kommt bei folgender Rechnung am 31.12.19 ein Wert kleiner 0 heraus. 0,5 mal eigene Mittel, das sogenannte Kapital minus Verluste. Ihr seht schon, links ist eher für Kapitalgesellschaften, rechts dann für Personengesellschaften. Kommt am 31.12. ein Wert kleiner 0 raus, dann sind wir auch ein Unternehmen in Schwierigkeiten und nicht förderfähig. Bei einem Wert größer gleich 0 gehen wir auch zum nächsten Prüfteil. Und zwar mit der Frage, ist das Unternehmen zum 31.12.19 insolvent, zahlungsunfähig oder überschuldet? Da kommen wir halt hin bei diesen Gründungen zwischen 01.01.17 und 31.12.19. Oder wenn wir halt die Probe, weil wenn wir vorher gegründet waren, bei der Probe quasi größer gleich 0 rauskam, sind wir überschuldet zum 31.12.19, also insolvent, zahlungsfähig. Dann sind wir nicht förderfähig, da wir immer noch in Schwierigkeiten sind. Falls nicht, müssen wir weiterprüfen. Und zwar wurde eine Rettungsbeihilfe gewährt, deren Kredit zum 31.12.19 nicht zurückbezahlt, das heißt, die Garantie noch nicht erloschen war. Ist das der Fall, dann sind wir auch ein Unternehmen in Schwierigkeiten und nicht förderfähig. Ansonsten müssen wir schauen, ob wir ein Unternehmen eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten hat und der Umstrukturierungsplan zum 31.12.19 noch nicht erfüllt war. Ist das so, dann sind wir ja auch ein Unternehmen in Schwierigkeiten, das nicht förderfähig ist. Ansonsten gehen wir weiter in Teil 3. So, hier steigen dann auch die neu gegründeten Unternehmen vom 01.01.2020 und später mit ins Prüfschema ein.
Und hier müssen wir erstmal schauen, sind die aktuellen kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, also Lieferverbindlichkeiten, Leasing, Miete, Löhne, alles was kurzfristig ist und kein Darlehen oder so, größer als aktuelle Einnahmen minus aktuelle Ausgaben. Rücklagen und so werden hier nicht berücksichtigt, wirklich nur quasi, ich sage mal, den Gewinn, den man erwirtschaftet hat, den aktuellen. Ist das nicht der Fall, dann sind wir nicht förderfähig, da kein massiver finanzieller Engpass ist, denn aktuelle Einnahmen minus aktuelle Ausgaben könnte man auch Gewinn nennen. Unser Gewinn ist aktuell größer als unsere Zahlungsverpflichtung, also können wir eigentlich keine Probleme haben. Falls doch, also falls hier ein größerer Wert rauskommt, weil die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen halt höher sind als der Gewinn in Anführungszeichen, dann müssen wir prüfen, handelt es sich bei dem Unternehmen um ein gemeinnütziges Unternehmen oder ein Verein. Falls nicht, gehen wir zu Teil 4. Falls doch, prüfen wir weiter. Waren bisher die Umsätze des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes und des Zweckbetriebes größer als 50% der Gesamteinnahmen? Ja, theoretisch kommt ja auch die Vermögensverwaltung dazu, aber aktuell wirft die eigentlich nirgendwo was ab wegen den EZB-Zinsen. Aber trotz allem, falls nein, dann sind wir nicht förderfähig, da wirtschaftliche Tätigkeit nicht überwiegt. Falls doch, dürfen wir zu Teil 4 gehen. Jetzt in Teil 4 prüfen wir, handelt es sich um eine selbstständige Tätigkeit, das finden wir in § 18 StG, was das alles ist, die neben dem eigentlichen Beruf ausgeführt wird. Falls nicht, schauen wir, sind mehr als die Hälfte der Aufträge verglichen mit dem Zeitraum vor dem 01.03.2020 weggefallen? Falls doch, prüfen wir, handelt es sich dabei um das Haupteinkommen. Handelt es sich um das Haupteinkommen, prüfen wir halt diese andere Sache mit den Aufträgen. Falls nicht, dann sind wir raus, da die wirtschaftliche Tätigkeit nicht überwiegt. Sind mehr als die Hälfte der Aufträge weggefallen, dann sind wir förderfähig. Ansonsten prüfen wir weiter. Und zwar fragen wir uns dann, sind die Umsätze verglichen mit dem Vorjahresmonat? Bei Neugründung geht das natürlich schlecht, wenn es keinen Vorjahresmonat gibt. Dann nimmt man den Vormonat um mindestens die Hälfte gesunken. Sprich bei Neugründung, wenn ich jetzt in April stelle, schaue ich an, wie sehen meine Umsätze im März aus. Bei älteren Unternehmen, wo es möglich ist, schaue ich, okay, wie waren meine Umsätze im letzten Jahr April. Und ja, sind die mindestens um die Hälfte gesunken, sind wir förderfähig. Ansonsten prüfen wir, ob die Möglichkeiten von Umsätzen zu erzielen durch die behördliche Covid-19-Maßnahmen massiv eingeschränkt sind. Zum Beispiel Schließungen, was natürlich jetzt in Gastronomiebetrieben sehr oft der Fall ist. Falls ja, sind wir natürlich förderfähig. Falls nicht, prüfen wir weiter. Und zwar können die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen, Verbindlichkeiten, Leasing, Miete, Löhne und so weiter, hatten wir schon, nicht beglichen werden, sprich haben wir einen sogenannten Finanzierungsengpass. Zum jetzigen Zeitpunkt, das ist gerade der Unterschied. Falls nicht, sind wir nicht förderfähig, da keine massiven wirtschaftlichen Einschränkungen durch Covid-19, wenn wir es irgendwie schaffen, die zu bezahlen. Falls doch, also falls wir Probleme haben, die zu bezahlen, müssen wir schauen, bestand dieser Finanzierungsengpass schon vor dem 01.03.2020? Falls nicht, sind wir förderfähig. Falls wir damals aber schon Finanzierungsprobleme hatten, dann liegt das wohl nicht an Covid und wir sind raus. So, das ist das Prüfschema, mit dem wir testen können, ob so ein Antrag gestellt werden sollte. Kommen wir dazu, dass wir uns entschieden haben, jo, das trifft auf mich zu, ich bin förderfähig, ich werde tatsächlich irgendwie diese Förderhilfe in Anspruch nehmen und auch nachweisen können, dass ich das Geld irgendwie verbrauche, zumindest anteilig. Dann darf ich den Antrag stellen und das machen wir jetzt mal ad hoc zusammen. So. Das ist hier jetzt der Antrag auf NRW-Soforthilfe 2020. Wie gesagt, die anderen Bundesländer haben auch sowas, in der Regel digital, aber meines Erachtens nicht so schön. Aktuell Hinweis, hier steht, wenn es was Besonderes gibt, hier zum Beispiel, dass der Dienst gerade mehr oder weniger eingeschränkt ist. Kein Thema, ich will es ja nicht absenden, nur mal zeigen. Dann hier nochmal, was das ist, ein schön langer Titel, so mal kurz nochmal die Einschränkung, wer das hier machen darf. Und jetzt kommen wir zum Interessanten, zum Ausfüllen. Machen wir das mal ad hoc. Firma, also quasi der Name unseres Lebens. Mein Name hier wäre der Kanal Sensei Longbao. Wobei ich gerade den Strich falsch gesetzt habe. So. Ich bin ein Einzelunternehmen. Zack. Amtsgericht.
lassen wir jetzt mal das NRW, hier müsste eigentlich die Stadt rein, wo man das gemacht hat. Auch die Registernummer, das wäre dann HRA auf jeden Fall. Wenn man ein Einzelunternehmen ist, hat man eine Kapitalgesellschaft, ist HRB. Und dann in der Regel eine fünfstellige Nummer. Ich denke jetzt mal gerade eine aus. Name des Geschäftsführers, selbstständigen Freiberuflers. Gut, das ist kein Thema, das bin ich. Ah, Name, Vorname ist getrennt, Entschuldigung. Also Nachname, Vorname. Zack. So, Nationalität, Stern dürften, glaube ich, Pflichtangaben sein. So. Deutsch. Also Pflichtfeld, okay. Stern sind Pflichtfelder. So, Personalausweisnummer oder andere amtliche Ausweisdokument habe ich jetzt nicht zur Hand. Geht doch keinem was an. Ja, jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich weiß, da muss auch irgendwo ein paar Buchstaben rein. So, die Steuernummer. Meistens fängt die so hier an. Ist aufgebaut dreistellig, vierstellig, nochmal vierstellig. Nichts verwechselt mit der Steuer-ID. Die ist dann hier drüben, die persönliche. Die tippt man auch einfach ab. Müsste jeder einmal zugesandt bekommen haben. Ich frage mich gerade, wie man das macht eigentlich. Steuer-ID, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist. Egal. Da würde ich dann die vom Geschäftsführer eintragen. So. Straße und Adresse. Ich nenne es jetzt mal einfach NRW-Straße. Hausnummer 123. Huch. 50667. Das nehmen wir mal vor Ort. Dürfte Köln sein, glaube ich. So, dann irgendeine Telefonnummer. 01234 567891123. So, dann eine E-Mail. Ich denke mir jetzt mal eine aus. Nehmen wir uns mal senseelungbau@. Wer ist ein kleiner Anbieter? Arcor, glaube ich. So, die wiederholen mir. Mal sehen, ob Copy-Paste geht. Spare ich mir ein bisschen Zeit. Zack. So, Bankverbindungen. Ja, hier wird auch schon vorgegeben. Die lasse ich jetzt mal frei. Das kann auch jeder natürlich selbst. Kontoinhaber ist auch klar. Art der Tätigkeit. Nur statistisch. Warum schmeißt du mich jetzt wieder zurück? So. Was hätte ich denn? Mal schauen, wo ich reinkäme. Dienstleistungen. Freiberuflich. Ja. Könnte man nehmen. Mal schauen, ob es was Besseres gibt. Nee, das ist bei mir wohl das Passende. Nee, wissenschaftlich ist anders definiert, ist eher freiberuflich. So. Anzahl der Beschäftigten zum 31.12.19. Dann nehmen wir das, was wir zu der Berechnung gemacht haben. Hier haben die sogar noch einen Link hingepackt. Ich habe keinen Angestellten, mich gibt es noch selbst. Und als Unternehmer zähle ich als einer. So, Umfang der Förderung ist halt, wie viele Beschäftigte wir haben. Logischerweise ergibt sich das aus dem hier. Das heißt, ich habe bis zu 5. Sonstige Erklärung des Antragstellers. Mal schauen. Falls ich noch angeben, sind Kriterien auf den Zeitpunkt der Antragstellung zu beziehen. Ich versichere, dass meine wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich beeinträchtigt ist. Da wir unsere Prüfung, die ich gerade gemacht habe, oder die wir gemacht haben, erfüllt haben. Ich versichere, dass die Nummer 1.1 benannten Antragsvoraussetzungen sämtlich vorliegen. Ein Dignitätsanlass nicht bei Erfordern, erstmal Standard, haben wir auch geprüft. Ich bestätige, dass ich den Bewilligungsbehörden auf Verlangen, die zur Aufklärung des Sachverhalts und Bearbeitung meines Antrags erforderliche Unterlagen und Informationen unverzüglich zur Verfügung stelle. Ja, normalerweise aber auf Anfrage. Mir ist bekannt, dass sich bei den Angaben oben und subventionserhebliche Tatsachen des Strafgesetzbuches, des Subventionsgesetzes und des Landessubventionsgesetzes handelt. Mir ist bekannt. Heißt es mir oder mit? Hier steht mit. Mit ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben, sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben, die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug zur Folge haben könnte. Ja, hat mir auch geklärt. Stimme der Erhebung und Verarbeitung meiner Daten zu, müssen wir ja, sonst können wir schlecht was machen, wenn wir die Daten nicht geben. Eine Überprüfung durch die Bewilligungsbehörden, mein Finanzamt, den Landesrechnungshof NRW, den Bundesrechnungshof, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die Europäische Kommission stimme ich zu. Wird lustig, wenn die alle vor der Tür stehen und sagen, zeig mal bitte die Aufzeichnung.
Mir ist bekannt, dass ich den Zuschuss in der Steuererklärung als steuerpflichtige Einnahmen zu behandeln habe. Ja, haben wir erwähnt, der Präsi. Ich erkläre, dass es sich bei meinem Unternehmen am Stichtag nicht um mein Unternehmen in Schwierigkeiten handelte. Haben wir geprüft. Ich versichere, dass ich mit dem Erhalt dieses Sofortdurchs den Höchstbetrag der Bundesregelung Kleinbeihilfe 2020 nicht überschreite. Okay, habe ich jetzt in der Präsentation nicht erwähnt. Aber wenn man Kleinbeihilfen bekommen hat und hat die Grenze schon gesprengt, dann darf man den auch nicht stellen. Dürfte aber bei den wenigsten Fall sein. Ich erkläre, dass ich bei eventueller zukünftiger Beantragung weiterer öffentlicher Finanzhilfe für meine existenzbedrohliche Wirtschaftslage oder Liquiditätsengpässe, die gegebenenfalls aufgrund dieses Antrags gewährten Kleinbeihilfen angegeben werde. Die hier gehören dann quasi zusammen. Mir ist bekannt, dass ich den Zuschuss als Billigkeitsleistung erhalte und im Falle einer Überkompensation die erhaltene Soforthilfe zurückzahlen muss. Check haben wir besprochen, was zu viel ist, zahlen wir zurück. Für Unternehmen. Ich versichere, dass mein Unternehmen unabhängig ist, damit weder ein Partnerunternehmen noch ein verbundenes Unternehmen ist, das sich also nicht im Mehrheitsbesitz eines anderen Unternehmens befindet. Check. Hat man natürlich jetzt hier irgendwelche Unternehmen, die andere Unternehmen halten und die werden komplett von anderen kontrolliert, kann man nicht mehrfach den Antrag stellen. Für Selbstständige und Freiberufler, ich versichere, dass ich meine Tätigkeit im Haupterwerb betreibe. So, ich habe das hier nicht, ich müsste das wählen. Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen und Weiß so treu gemacht habe. Zack, und dann könnte ich es übermitteln. So, ich dürfte den Antrag nicht stellen, aus mehreren Gründen, weil ich zum Beispiel keinen wirtschaftlichen Engpass habe. Zudem betreibe ich meinen Kanal nicht im Haupterwerb, sondern im Nebenerwerb. Ich bin also zweifach raus. Allerdings, eins von den beiden, 612 oder 613, muss angehakt sein. Ansonsten wäre man schon bei der Prüfung von uns rausgeflogen. Ich habe es jetzt nur für mich mal rausgenommen. Für die meisten, eins der beiden auf jeden Fall. Gut, dann können wir es übermitteln. Und ja, hätten den Antrag gestellt und können uns jetzt den anderen Fördermaßnahmen widmen. Damit kommen wir zum zweiten Thema, der Erstattung der Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung. Einige Bundesländer wie auch NRW haben zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise beschlossen, die Liquidität von Unternehmen zu erhöhen, indem die geleistete Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung ein Elftel für 2020 ganz oder teilweise erstattet wird. Wer natürlich keine gezahlt hat, weil er nicht Monatszahler oder Monatsveranlagung ist, sondern Quartals- oder Jahresfall hat, der kommt natürlich nicht in den Genuss. Allerdings ist er auch dadurch nicht belastet gewesen. Von daher ist das fair. Voraussetzung ist, dass wirklich ein Umsatzrückgang wegen Corona stattgefunden hat oder mit hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden wird. In dem Fall kann nun nachträglich eine korrigierte Umsatzsteuer ein Elftel übermittelt werden. Man muss dazu in die Zeile 22 eine 1 eintragen, damit deklariert man das als eine berichtigte Anmeldung. Und in Zeile 24 eine 0, die Höhe der Sondervorauszahlung, das wird so akzeptiert. Machen wir jetzt nicht extra ad hoc, das ist ziemlich einfach und kann, denke ich, jeder, der selbst seine Umsatzsteuer macht. Die Umsatzsteuervormeldung 1220 könnte sich dadurch allerdings erhöhen, da ja die geleistete Umsatzsteuer ein Elftel von dieser normalerweise abgezogen wird. Die wird diesmal natürlich dann nicht mehr abgezogen, wenn sie 0 ist. Somit wird die Liquidität, also die bereits gezahlte Sondervorauszahlung, wird ja zeitnah erstattet, erhöht. Eine Ersparnis oder irgendwie ein Gewinn oder eine Förderung ergibt sich daraus allerdings nicht, da spätestens mit der Umsatzsteuererklärung 2020 die gesamten umsatzsteuerpflichtigen Umsätze zugrunde gelegt werden und alle Vorauszahlungen abgezogen werden. Das heißt, wir zahlen dadurch ja auch weniger eventuell voraus. Beziehungsweise, wenn wir dann den Dezember haben, spätestens dann gleicht sich das schon wieder aus. Aber wenn nicht da, dann in der Jahreserklärung. Drittens, der Antrag auf zinslose Stundung von Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer. In einigen Bundesländern ist es auch möglich, diese Sachen zinslos zu stunden. Voraussetzung ist, dass die Liquidität aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus nicht mehr gewährleistet ist oder durch die Zahlung gefährdet werden würde. Es liegt also eine sogenannte erhebliche Härte vor. Stundung bedeutet ja so viel wie Aussetzung der Zahlung, das heißt, ich zahle später. Und das kann längstens für 3 Monate beantragt werden. Dabei steht die Wahl offen, ob die ausstehenden Zahlungen erst nach Ablauf der 3 Monaten oder in monatlichen Raten erfolgen sollen. So, machen wir mal den Ad-Hoc-Antrag auf die zinslose Stundung.
Ja, das ist der Formularvordruck, wie ihn das Finanzamt NRW dafür verwendet. Ich werde nebenbei für die ganzen Anträge, zumindest was NRW angeht, die Links auch in die Beschreibung packen. Kann man sich also relativ schnell durchklicken. Wer natürlich in einem anderen Land als NRW sitzt, der müsste bei den eigenen Websites mal schauen, wo man das findet. So, wie sieht es aus? Wir geben hier eine Steuernummer ein. Also nicht irgendeine, ne? Unsere. Mit dem typischen Aufbau. Name, Vorname. Vom Antragsteller hier in dem Fall. Wir finden mal wieder die NRW-Straße 123. Finanzamt. Köln. Und dann die Adressdaten. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Müsste man natürlich raussuchen. Entweder hier kommt dann die Postleitzahl und Adresse hin. Also jeder weiß, wie es aussieht. Datum, wenn ich das heute stellen wollte, wenn ich nicht täusche, ist heute der 6. Das wäre dann also der 6. Ne, lässt es nicht zu? Da, 6.4.2020. Da ich hier ein Leerzeichen habe, was klein macht. So. Dieser Antrag nebenbei gilt sowohl für die Herabsetzung der Vorauszahlung als auch für die Stundung. Man sollte sich natürlich, also man kann beides machen oder halt auch sich nur für eins entscheiden. Ich mache das jetzt erst einmal nur für die Stundung. Und zwar auf die zinslose. Danach machen wir dann den anderen. So, erstens zinslose Stundung. Infolge der Auswirkungen des Coronavirus können die nachfolgend genannten Steuerzahlungen derzeit nicht geleistet werden, erhebliche Härte. Ich beantrage deshalb eine zinslose Stundung um vorerst 3 Monate im folgenden Umfang. So, ich will zum Beispiel Stunden, sagen wir mal, die Körperschaftsteuer. Körperschaftsteuervorauszahlungen. Ich habe zwar keine, aber sagen wir für die Monate 4 bis 6. Okay, hier könnte ich jetzt natürlich andere nehmen. Gewerbesteuer dürfte theoretisch nicht gehen, weil das nicht ans Finanzamt zu richten ist. Das müsste man dann entsprechend an die zuständige Stadt schicken. Wir können aber noch Einkommensteuer, was natürlich Quatsch ist, weil das haben wir nicht gleichzeitig. Ah, dann nimmt der ist ja cool. Okay, und ja, theoretisch können wir auch Umsatzsteuer, glaube ich, wählen, was aber meines Erachtens keinen Sinn macht, weil wir das durch die Anmeldung machen. Deswegen sage ich mal die Lohnsteuer. Gut. Die Zahlung von monatlichen Raten ist mir zum Beispiel nicht möglich. Deswegen das mir egal ist. So, hier kommt dann schon Herabsetzung und das war's dann auch. Also ziemlich wenig. Oh, hat das rausgenommen. Also hier dann die Steuer in den Zeitraum rein. Ich mache das jetzt wieder raus, weil wir dann gleich mit dem anderen Antrag weitermachen. Das oben lasse ich drin. Damit kommen wir zum Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und des Gewerbesteuermessbetrages. Die Gewerbesteuer selbst können wir nicht direkt senken. Denn Gewerbesteuerbescheid und Gewerbesteuervorauszahlungsbescheid sind ja Folgebescheide des Gewerbesteuermessbetragsbescheid und man muss immer gegen diesen sogenannten Grundlagenbescheid Änderungen erwirken. Weil es läuft so ab, das Finanzamt setzt den Gewerbesteuermessbetrag fest, schickt den Bescheid, den Gewerbesteuermessbescheid an die zuständige Gemeinde, diese klatschen ihren Hebesatz drauf und ermitteln damit dann die Gewerbesteuer, erlassen einen Gewerbesteuerbescheid. Deswegen müssen wir über diesen Umweg gehen. Wie ich schon sagte, kann der Antrag zusätzlich auf Herabsetzung gestellt werden. Das erhöht dann auch die Liquidität. Und Voraussetzung ist dieselbe, dass die Liquidität aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus gefährdet ist. Auch hier wieder ein kleiner Warnhinweis. Da Vorauszahlungen mit der Jahressteuererklärung verrechnet werden, kann dies zu Nachzahlungen führen. Setze ich also meine Herabsetzung in der Erwartung herab, dass ich doch Umsatzrückgänge wegen Corona habe, habe die dann am Ende des Jahres nicht, dann sollte ich daran denken, mir selbst, sag ich mal, eine kleine Rücklage zu bilden, weil dadurch, dass ich weniger vorausgezahlt habe, dann die Endzahlung höher werden könnte. Außer natürlich, ich habe wirklich Umsatzeinbußen, dann spielt es keine Rolle. Dann habe ich zwar weniger Vorauszahlung geleistet, habe aber auch weniger Gewinn, den ich versteuern muss. Auch hier machen wir mal den Antrag wieder ad hoc zusammen. So, hier ist unser Antrag, dasselbe Formular, steht beides auf ein drauf. Jetzt beantrage ich allerdings nur die Herabsetzung der Vorauszahlungen. Gehe damit zu Punkt 2.
So, Herabsetzung von Steuervorauszahlungen des Steuermessbetrags für Zwecke der Gewerbesteuervorauszahlungen. Und dann steht logischerweise ganz umfassend auch Einkommensteuer, Körperschaftsteuer drunter, aber egal. So, ich möchte vielleicht, ja, ich bin ja, sag ich mal, eher hier Einzelunternehmen, meine Einkommensteuervorauszahlungen ab 1.4. Das ist blöd, der ist vorbei, sagen wir ab 1.5.2020 komplett herabsetzen. Warum auch immer er das hier gleich mit reinnimmt. Das ist ja blöd. Das darf ich nicht ändern. Okay. Das haben die jetzt geändert. Letztens konnte ich das noch machen, ohne dass er das kopiert hat. Theoretisch dürfte hier natürlich nichts drin stehen. Aber gut, wenn es nicht anders geht. So. Der Steuermessbetrag für Zweck der Gewerbesteuervoraussetzung möchte ich auch auf 0 Euro. Körperschaftsteuer ist Quatsch, weil man kann nur Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer haben. Es sei denn, ich mache es natürlich als Gesellschafter, Geschäftsführer. Dann hat mein Unternehmen Körperschaftsteuer und ich selbst habe Einkommensteuer. Das könnte man sich denken. So, dann kommt unmittelbar die Belehrung. Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mit freundlichen Grüßen. Ich. Hätte ich vor uns auch ausfüllen müssen, habe ich jetzt aber immer nicht gemacht. Ja, und den Antrag hier, den schicken wir dann an oder würden wir dann ans Finanzamt schicken. Die würden das bearbeiten und normalerweise würde das dann auch alles seinen Weg gehen. Machen wir weiter mit fünftens, den Verzicht auf steuerliche Verstreckungsmaßnahmen. Da müssen wir selbst nicht tätig werden, das macht das Finanzamt selbst. Und zwar ist ein Unternehmen unmittelbar von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen, sodass es fällige Steuerzahlungen deswegen nicht leisten kann. Wird auf Kontopfändungen und Säumniszuschläge bis zum 31.12.2020 verzichtet. Müssen den halt dann nur mitteilen, jo, ich bin nicht flüssig wegen Corona. Und dann verzichten die auch darauf. Normalerweise machen die das sogar automatisch, habe ich gehört. Hat da allerdings noch keinen Fall, wo ich es gesehen habe. So, das letzte und das meist diskutierte und wirklich mit vielen, vielen Fehlinformationen behaftete Thema. Das ist das Kurzarbeitergeld. Das war zwar von jeher schon immer ein bisschen anfällig für Diskussionsbedarf, aber jetzt kommen halt auch Unternehmen hier rein, die normalerweise nie in Kurzarbeit gehen. Und ich behaupte mal, dass das so mit, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, der Hype ist, weil es jetzt viele betrifft. Und weil auch ein paar Neuregelungen gemacht wurden. Und anscheinend ist hier einiges durcheinander gekommen, deswegen hier nochmal die ausführliche Darstellung. Das Kurzarbeitergeld, kurz KUK, das ist keine Neuerung. Das gab es schon vor der Corona-Krise. Und wird es auch nach der Corona-Krise geben. Allerdings, wie es danach aussieht, ob wir wieder auf das alte KUK zurückgehen oder zu auf den jetzigen KUK, das muss ich noch zeigen. Das weiß noch keiner. Denn es wurden zwischen den alten KUK vor der Corona-Krise, vom 1.3. und den jetzigen zwei wesentliche Änderungen vorgenommen. Erstens, ab jetzt kann Kurzarbeit schon beantragt werden, wenn mindestens 10% der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer von Kurzarbeit betroffen sind. Und zweitens, es werden auch die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung erstattet. Das war vorher auch nicht so, da ist man trotzdem noch auf den Kosten als Unternehmer sitzen geblieben. Erstmal, was bedeutet Kurzarbeit? Das bedeutet, dass Angestellte aus wirtschaftlichen Gründen, das kann eine vielfältige Art sein, zum Beispiel weniger Kundennachfrage, die Produktion nicht möglich, da Lieferungen nicht eintreffen, Schließung des Unternehmens wegen Quarantäne, das ist halt, denke ich mal, der aktuelle Klassiker. Über einen längeren Zeitraum bis maximal 12 Monate weniger arbeiten sollen. Die Gründe müssen angegeben und dokumentiert werden. Das macht man dann auch in den Antrag. Allerdings sollte man dann auch wirklich das irgendwie dokumentieren, wenn einer mal dann nachprüft. Denn das Finanzamt oder besser gesagt die Agentur für Arbeit prüft vor allem nach Abschluss. Also sobald die Kurzarbeit vorbei ist, prüfen die gerne mal nach, was denn tatsächlich war. Also sollte man entsprechend Dokumente führen, wie Anzahl Aufträge dokumentieren. Kurzarbeit muss mit jedem einzelnen Angestellten individuell abgesprochen werden. Das darf nicht einfach so delegiert werden, wobei eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein muss, denn eventuell kann man es doch delegieren. Delegieren und selber festlegen darf man es, wenn der Tarifvertrag das grundsätzlich erlaubt oder aber ist der Arbeitsvertrag erlaubt. Trifft keins der beiden zu, dann muss er sich mit jedem Mitarbeiter zusammensetzen und sagen, du, pass auf, unternehmertechnisch hier, du hast nichts zu tun, ich habe keine Arbeit für dich, es tut mir voll leid, wie sieht's aus, wollen wir Kurzarbeit machen? Und dann muss er zustimmen. Natürlich sollte das schriftlich festgehalten werden. Allerdings
trifft keine der drei Sachen zu, sprich, wir haben keinen Tarifvertrag oder keinen Arbeitsvertrag, in dem Kurzarbeit erlaubt ist, und der Mitarbeiter sagt, ist doch nicht mein Problem, dass du jetzt mir keine Arbeit hast, ich komme jetzt hierher, ich will hier meine Zeit, ja, absitzen wäre es dann höchstwahrscheinlich, und meine Kohle haben, da hat man Pech. Denn wenn keine dieser Voraussetzungen zutrifft, dann kann keine Kurzarbeit eingeführt werden und der Angestellte muss ganz normal weiterarbeiten oder es muss eine Änderungskündigung ausgesprochen werden, was natürlich dann aber auch ja, zum Verlust des Angestellten auf lange Zeit führt, eventuell, wenn der nicht mitmacht. Bei Kurzarbeit muss für jeden betroffenen Angestellten täglich dokumentiert werden, wie viele Stunden er tatsächlich gearbeitet hat. Ich empfehle da am besten eine Tabelle zu machen, wirklich jeden Tag jedes Monats aufzulisten und dann aufzuschreiben, so und so viele Stunden von bis war er da. Das macht so und so viele normale Arbeitsstunden. So und so viele Stunden danach oder davor hätte er noch da sein sollen. Das ist gleich die Kurzarbeitsstunden. Mal als Beispiel, sagen wir, ein normaler Angestellter käme 8 Stunden. Er kommt jetzt an den Tag und arbeitet da noch 5. Sagen wir heute am 6.4. Dann würde ich meine Tabelle schreiben. Hätte ich Y, also Y-Achse, wenn wir so wollen, der 6.4. Auf der X-Achse hätte ich dann 2 Zeilen in der Tabelle. Das erste wäre reguläre Arbeit, sagen wir 5 Stunden, habe ich jetzt gesagt, 8 bis 13 Uhr, macht 5 Stunden, dann ist nach Hause gegangen. Und drunter dann hätte ich Kurzarbeit, wäre dann, wie er sonst da gewesen wäre, mal Pause weggelassen, weil die keine Arbeitszeit ist, 3 Stunden, wäre also dann 13 bis 16 Uhr und hätte dann in eine Zeile drunter jeweils Kurzarbeit gleich 3 Stunden, reguläre Arbeit 5 Stunden. Differenz zwischen den tatsächlichen Stunden und den Stunden, die er ohne Kurzarbeit geleistet hätte, sind die sogenannten Kurzarbeiterstunden, für die das Kurzarbeitergeld gewährt wird. Deswegen müssen wir die auch so ermitteln. Und nur Angestellte, die auch in der Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig sind, können in Kurzarbeit gehen. Rentner, Minijobber und so weiter sind außen vor. Der Arbeitgeber zahlt seinen Angestellten erst einmal die tatsächlichen Stunden als gewöhnlichen Bruttolohn, wie er das immer macht. Das ist klar, sprich in meinem Beispiel würde der Angestellte jetzt für die 5 Stunden Bruttolohn bekommen. Und die 3 Kurzarbeiterstunden werden nach der Rechnung auf folgender Folie zunächst vom Arbeitgeber als steuer- und sozialversicherungsfreier Lohn gezahlt, der allerdings dem Progressionsvorbehalt unterliegt, sprich der wird nicht versteuert für den Angestellten, aber der erhöht den anzwendenden Steuersatz in der Einkommensteuer. Das Geld für die Kurzarbeit kriegt der Arbeitgeber dann aber vollkommen wieder von der Agentur für Arbeit, nachdem der Kurzarbeitsantrag gestellt wurde. Wie berechnen wir das, Cook? Ich mache das jetzt mal in, ja, 3 Varianten. Das erste der Grundgedanke, das zweite das als Formel und das dritte hier an dem Beispiel, was ich mir jetzt ausdenke. Und zwar behaupte ich hätte einen Angestellten mit einer Arbeitswoche von 40 Stunden bei 4.000 Euro brutto. Ja, der verdient nicht allzu schlecht. Lohnsteuerklasse 1 und ein Kind geht in Kurzarbeit mit 20 Stunden pro Woche und 2.000 Euro brutto. Sprich, ich reduziere die Hälfte der Arbeitszeit und die Hälfte des Bruttolohns. Womit fangen wir an? Wir müssen zuerst vom regulären Bruttolohn, Lohnsteuer und Soli laut Lohnsteuertabelle und dann pauschal, das ist immer so bei Kurzarbeit, 20% der SV-Beiträge abziehen, um den regulären, aber pauschalierten Nettolohn zu erhalten. Als Formel ausgedrückt also Bruttolohn regulär minus Lohnsteuer minus Soli minus 20% SV pauschal ergibt den regulären Nettolohn. Und zum Beispiel also 4.000 Euro Bruttolohn minus, das habe ich nachgeschlagen, 676,58 Euro Lohnsteuer, minus 37,21 Euro Soli, minus 800 Euro SV Pauschal, ergibt einen Nettolohn regulär von 2.486,21 Euro. Und nein, der stimmt nie mit dem normalen Nettolohn überein, weil wir nicht 20% Pauschal SV-Abgaben haben. Man kann sich hier auch eines entsprechenden Rechner aus dem Internet bedienen, die funktionieren alle, können das relativ gut berechnen, muss man jetzt nicht im Kopf machen oder sich die Lohnsteuer- und Soli-Tabellen raussuchen. Gut, nächster Schritt. Der reguläre Nettolohn haben wir ermittelt, jetzt müssen wir aber den reduzierten Nettolohn ermitteln und das machen wir da, einfach so, dass wir jetzt so tun, als würden wir nur die 2.000 Euro haben von den verkürzten als Bruttolohn. Also hätten wir die 2.000 Euro kürzer Bruttolohn reduziert, minus
173,83 Euro Lohnsteuer, die darauf entfällt. Das weniger, wir denken dran, Lohnsteuer und Einkommensteuer, die sind ansteigend, steigen nicht linear. Minus 9,56 Euro Soli, minus 20% pauschale Sozialversicherungsabgaben von 400 Euro ergibt einen reduzierten Nettolohn von 1416,61 Euro. Also nicht, wie man ganz einfach vielleicht gedacht hätte, nur die Hälfte. Aus diesen beiden müssen wir dann die Differenz bilden. In meinem Fall wäre das Nettolohn regulär von 2486,21 Euro minus Nettolohn reduziert von 1416,61 Euro ergibt die Nettodifferenz von 1069,60 Euro. So, haben wir keine Kinder 60%, bei Angestellten mit Kindern 67%. Multiplizieren wir das damit, dann erhält man das Kurzarbeitergeld. Das heißt, bei mir, ich habe hier ein Kind, also mein Angestellter, das heißt, ich nehme die Nettodifferenz von 1069,60 Euro mal 67%. Das ergibt mein Kurzarbeitergeld von 716,63 Euro, das dann auf der Abrechnung steht. Einem Mitarbeiter auszuzahlen ist der reduzierte Nettolohn und das Kurzarbeitergeld, dieses wird der Agentur für Arbeit erstattet. Das heißt, unser Angestellter erhält, wenn er in 20 Stunden Kurzarbeit geht, bei diesen oben Werten, den normalen Nettolohn reduziert von 1416,61 Euro plus das Kurzarbeitergeld von 716,63 Euro. Das macht den Auszahlbetrag 2133,24 Euro. Die Rechnung stimmt aber nicht so. Denn der Nettolohn reduziert, da müsste dann der tatsächliche Nettolohn für die 2000 Euro ermittelt werden. Wie ich schon gesagt habe, sind die SV-Beiträge nicht 20% pauschaliert, eventuell auch Kirchensteuer mit drin. Das heißt, der Wert wäre dann ein anderer, den ich hier allerdings nicht ermitteln könnte, weil ich keine Krankenkassen und so weiter angegeben habe. Man müsste also ganz einfach mal auch gesprochen eine Bruttolohnabrechnung mit Bruttolohn von 2000 Euro machen plus 716,63 Euro Kurzarbeitergeld. Dann käme Nettolohn raus plus das Kurzarbeitergeld netto. Das wäre dann Auszahlbetrag, der wäre höchstwahrscheinlich etwas geringer. So, wir stellen uns natürlich die Frage, welche wirtschaftliche Belastung entsteht im Unternehmen bei Cook? Nur der Bruttolohn für die tatsächlich geleisteten Stunden, wie bei der kommt er ja normal arbeiten, also gibt es auch keinen Ersatz für. Die Kosten der Kurzarbeit werden komplett von der Agentur für Arbeit erstattet. Was bedeutet Kurzarbeit für meine Angestellten? Ja, das sind die eigentlich die Kosten quasi tragen. Denn diese müssen nur eine reduzierte Zeit zur Arbeit gehen, aber für die andere Zeit, in der sie zu Hause bleiben, erhalten sie ganz normal Lohn. Allerdings für die Zeit, die sie zu Hause sind, nur 60% bzw. 67% reduzierter Kurzarbeiterlohn. Sprich, für den Anteil, den sie zu Hause sind, kriegen sie nur 60 oder 67% von dem, was sie sonst bekommen hätten. Was schließen wir daraus? Kurzarbeit kann nur unter gewissen Voraussetzungen eingeführt werden. Sie bietet das Potenzial, bei der in der Regel höchsten Kostenposition Lohn massive Einsparungen vorzunehmen. Hier jedoch doch zum Teil auf Lasten der Angestellten gehen, da diese insgesamt weniger Nettolohn erhalten. Oder mal anders ausgedrückt, bleibt ein Angestellter komplett zu Hause wegen Kurzarbeit, also gekürzt von 100%, da hat er zwar nur 60 oder 67% seines normalen Nettolohns, ist damit quasi wirtschaftlich zu 33 oder 40% belastet. Für ein Unternehmen allerdings entstehen keine Kosten, der spart sich komplett den Angestellten, weil die Agentur dann alles ersetzt. Muss man hier gut abwägen, auch moralisch muss ich sagen. Die Frage ist, wie dringend braucht mein Unternehmen eigentlich jetzt Kurzarbeit und das Geld? Und wie sieht es aus? Wie möchte ich meinen Angestellten behandeln? Und der muss natürlich fragen, wenn es nicht in Verträgen geregelt ist, mache ich das überhaupt mit? Ich muss ja nicht. Wenn wir uns für die Kurzarbeit entscheiden, dann müssen wir diese in zwei Stufen quasi beantragen. Das erste ist, dass wir die Anzeige über Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit melden, um überhaupt denen anzuzeigen, dass wir Kurzarbeit haben. Das machen wir jetzt mal auch wieder ad hoc zusammen. Gut, das hier ist, wie man gut sehen kann, die Anzeige über Arbeitsausfall. Die ist bundesweit einheitlich. Betriebsnummer, die hat man irgendwann mal, wo man die Löhne eingerichtet hat, beantragt, von der Agentur für Arbeit bekommen. Die gibt man hier einfach ein.
Wenn nicht, die Lohnabrechnungsstelle einfach mal fragen, die muss sie auf jeden Fall wissen. Dann sucht man sich raus, welche Agentur zuständig ist. Das sind die in der eigenen Stadt in der Regel. So, Agentur für Arbeit, Postanschrift, NRW, Straße 789 in NRW. Ja, noch eine Postleitzahl. 45678 gibt es nicht, aber egal. So, Bezeichnungsanschrift des Betriebes, da kommt unser eigenes Unternehmen, um das es hier geht. Bei mir wäre das darunter, wo ich gemeldet bin, Sensei Longbao. Bei mir zu Hause arbeite ich 123 in NRW. Huch. Achso, Postleitzahl davor. Da. Telefonnummer nehmen wir auch irgendeine. So, Ansprechpartner ist dann der Unternehmer hier in dem Fall. Oder wenn er jemand delegiert, derjenige, am besten der den Antrag stellt. Allerdings sollte wirklich auch jemand sein, der mit dem Unternehmen zu tun hat. Wenn man eine externe Lohnabrechnungsstelle hat, wie ein Steuerberater, sollte er den lieber nicht kennen. Dafür gibt es nämlich das Feld hier. Wenn denn die Löhne extern gemacht werden, dann gibt man hier das ein. Ach ja, hier sind nur zwei Zeilen. Also müsste ich jetzt die NRW hier so abtrennen. Da ist ja ein Enterzeichen. Hier könnte man dann natürlich die Telefonnummer von denjenigen reinsetzen oder von den Unternehmen reinsetzen. Hier kann man dann nochmal derjenigen, der dann die Löhne genau macht, reinsetzen, der Sachbearbeiter quasi oder Steuerberater und nochmal dessen eigenen Telefonnummer. Man kann auch Fax und E-Mail hier reinschreiben, muss man allerdings mit Komma oder Enter machen. So, Art des Betriebes, Wirtschaftszweig, den hat man irgendwann mal festgelegt. Und ich hatte tatsächlich damals bei anderen geschrieben, Betreiben eines YouTube-Kanals Creator. Hier kann man dann sonst was rein, Betreiber eines einer Gastronomie oder was auch immer man hat. So, Zeitraum der geplanten Arbeitsreduzierung. Es wird angezeigt, dass die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit mit Wirkung des Monats, also war am Beginn die Kurzarbeit, im April 2020 wäre das jetzt frühestens bis voraussichtlich. Das darf maximal 12 Monate sein. Hier sollte man allerdings großzügig schätzen, weil die Kurzarbeit dann zu reduzieren ist einfacher, als sie wieder zu verlängern. Und man muss jetzt abschätzen, ja, bis wie lange ist man von der Corona-Krise jetzt in dem Fall betroffen. Also ich würde schätzen, man sollte vielleicht lieber großzügig mal sagen, bis Juli mindestens. So, dann kann man entscheiden, ist nur ein Betrieb, ist der Gesamtbetrieb betroffen oder eine Abteilung bloß. Dann trägt man hier die Abteilung ein. Die meisten werden einen Gesamtbetrieb haben. So, jetzt wird spannend. Angaben zur Arbeitszeit. Bei Vollarbeit beträgt die regelmäßige betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit. Hier fragen sich viele, was ist das eigentlich? Vollzeit und Teilzeit. Das ist sehr, sehr vage definiert. Vollzeit bedeutet, der Angestellte mit den meisten Stunden ist der Vollzeitarbeitnehmer. Alle anderen, die weniger haben, sind Teilzeit. Also nicht 40 Stunden oder 38,5 oder was auch immer. Es gibt da keinen fixen Wert, sondern man schaut, wer ist denn hier angestellt und arbeitet am längsten? Der ist der, also offiziell am längsten, Überstunden zählen nicht mit, der ist der Vollzeitarbeitnehmer. Ich trage jetzt einfach mal 37,5 ein. Steht in vielen Tarifverträgen so. Und dann, die Arbeitszeit soll während der Kurzarbeit reduziert werden auf wöchentlich mindestens. Und dann müssen wir schätzen, wie viel der Ausfall ist. Sage ich jetzt mal 20 Stunden. Und das gilt wirklich nur für die Vollzeitarbeitnehmer. Die, die weniger haben, die dürfen auch so weniger haben. Das wäre Quatsch, wenn wir jetzt jemanden haben, der hier Teilzeit ist und das reduziert, weil es geht ja hier um die Fallarbeitszeit. Gut, Angaben zum Betrieb. Besteht das Unternehmen länger als ein Jahr? Dann reicht ein X. Wenn nicht, müssen wir einschreiben, seit wann. Bei mir wäre es hier ein X. Im Betrieb gilt folgender Tarifvertrag. Den sollte man beifügen. So, Bezeichnungstarifvertrag ist, wenn man einen hat, schreibt man hier rein, zum Beispiel Tarifvertrag für Zahnärzte. Da steht dann drin, wie lange die arbeiten und ob es eine Kurzarbeitsklausel gibt. Wenn man sowas hat, eintragen. Sieht der Tarifvertrag eine Ankündigungsfrist zur Einführung der Kurzarbeit vor? Komisch, hat irgendwie hiermit schon zu tun? Ja oder nein, dann halt. Lustig ist, man kann es dann nicht wieder rausnehmen.
Und wenn man einen hat, schreibt man die hier rein. Oder man sagt, der Betrieb ist nicht tarifgebunden. Witzig ist, wenn man hier einmal ein Kreuz gesetzt hat, geht das nicht wieder raus, der Betrieb, auch wenn ich das hier machen müsste bei mir. Ich habe allerdings keinen Angestellten, von daher egal. So, in meinem unserem Betrieb ist eine Betriebsvertretung, ein Betriebsrat vorhanden. Wenn man einen hat, dann ja. Und dann muss man mit denen natürlich auch besprechen, ob Kurzarbeit eingeführt wird, falls der Tarif das nicht erlaubt. So, viele werden hier Nein haben, weil es Kleinunternehmen sind. Wie wurde die Kurzarbeit unter Beachtung arbeitsrechtlicher Bestimmungen eingeführt? Ja, Betriebsvereinbarung mit Betriebsrat oder Betrieb ohne Betriebsrat durch Vereinbarung mit den Arbeitnehmern wird hier meistens sein. Oder durch Änderungskündigung, und da müssen wir die halt bereithalten und wann die durchgeführt wurden und wann die wirken sollen. So, bei Vereinbarung mit den Arbeitnehmern, ich behaupte jetzt mal, wenn man das heute macht, mit Wirkung zum 6.4.2020, wäre natürlich besser, wenn das hier später wäre als das. Deswegen, vielleicht wäre es hier klüger. Was wäre denn der nächste Montag? Das wäre, ach ja, ein Feiertag. Das war also mal zum 14. So, sonstiges Anmerkung. Weiß ich nicht genau, was man hier reinschreiben soll. Wenn man eine Idee hat, ankreuzen, was reinschreiben. Siebtens. Im Betrieb, beziehungsweise in der von Kurzarbeit betroffenen Betriebsabteilung sind jetzt nur die Anzahl der Beschäftigten, nicht die, die von Kurzarbeit betroffen sind, sondern nur die, wie viel es da gibt. 20 Stück behaupte ich mal. Hier zählen quasi alle rein, auch geringfügig Beschäftigte und eventuell Leiharbeiter. So, kein Anspruch auf KUK haben halt einige, die hier stehen, also die in Weiterbildungsmaßnahmen sind, Leistungsbezüge haben, Heimarbeiter, Auszubildende, Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis ruht. Anspruch auf KUK haben nur Arbeitnehmer, die in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis stehen. Für den gesamten Verlauf der Kündigungsfrist besteht für gekündigte Arbeitnehmer kein KUK-Anspruch. Dabei ist es unerheblich, ob die Kündigung durch den Arbeitgeber und so weiter erfolgte. So, hier kommt dann rein, wie viel von Kurzarbeit betroffen sind, das heißt die, die mehr als 10% Ausfall haben. Und ich sag mal, das sind jetzt 15, wenn ich mal behaupte, dass hier in den 20 paar, ja, wie heißt es, Minijobber und so mit dabei sind, also die gar keinen KUK-Anspruch haben. So, neuntens, der Arbeitsausfall beruht auf folgenden Gründen. Und die wollen gerne wissen: Ursache des Arbeitsausfalls, Vergleichswerte, Angaben zu Produkten und Dienstleistungen, Angaben zur frühgehenden Natur des Arbeitsausfalls. Jetzt kann man relativ freizügig sein. Zum Beispiel Auftragsrückgang um 60% wegen fehlender Kunden aufgrund von Corona. Oder aber eine Möglichkeit wäre auch Arbeitsrück oder noch besser Produktionsrückgang um circa 75%. Da Zulieferer aus Ausland zum Beispiel nicht mehr liefern. Oder vielleicht auch ja, das wäre der Einfallsgrund. Betrieb wurde aufgrund behördlicher Maßnahmen geschlossen. Also man kann hier relativ frei sein, sollte es aber gut darlegen können und natürlich auch keine Falschangaben machen. Ich habe jetzt spontan was ausgedacht. Man muss auch das nicht alles dreist hier. Eins von dreien wird da theoretisch ja schon reichen. So, zehntens. Sind für den Arbeitsausfall auch Branchen, betriebsübliche oder saisonbedingte Ursachen maßgeblich? Nein. Was wäre das natürlich? Erntehelfer, ne? Wäre zum Beispiel saisonbedingt. Oder branchenüblich, wäre ein Beispiel, Freibad, das hat im Winter der Regel geschlossen. So, hier kommt dann quasi nochmal die Belehrung, dass wir wirklich richtige Angaben gemacht haben, nicht gelogen haben und uns der Konsequenzen bewusst sind. So. Unterschrift der Betriebsvertretung, wenn die Angaben zugestimmt wird, wenn es überhaupt gibt, hier ein Stempel dann hin. Ort, Datum, klar, wo man sitzt, das Datum. Und dann kann man das Formular drucken und zusenden. Es soll mittlerweile auch eine komplett digitale Einreichung geben.
Die kann man sich dann natürlich auch runterladen. Die sieht dann genauso aus, nur dann gibt es hier dann Formular senden. Gut. Das wäre die Anzeige über Arbeitsausfall, die man quasi nur dann machen oder die man dann vorab machen muss, ehe man überhaupt Kurzarbeitergeld bekommt. Und das ist auch nicht auf 50 Angestellte oder so beschränkt, das können auch riesige Betriebe machen. So, jetzt haben wir den Arbeitsausfall angezeigt. Wir haben jetzt, sag ich mal, April hier angefangen mit unserer Kurzarbeit. Jetzt ist der April vergangen. Wir haben ganz brav jeden Tag notiert, wie viele Stunden war er tatsächlich da, wie viele Stunden hätte er da sein sollen. Die Differenz gebildet, gesagt, okay, das sind die Kurzarbeitsstunden. Haben gerechnet, ganz brav mit dem Rechner oder selbst, wie auch immer, wie viel Cook denn uns zustehen würde, wie viel der Angestellte bekommt und finden uns deswegen irgendwann im Mai. Jetzt dürfen wir rückwirkend für den April einen Cook-Antrag stellen, um die Erstattung bei der Agentur für Arbeit zu beantragen. Das können wir dann jeden Monat machen, ist halt quasi dann immer versetzt. Man geht quasi erstmal mit dem Cookgeld einen Monat in Vorkasse. Und das schauen wir uns jetzt als letztes noch an, ehe wir dann damit durch sind. So, das hier ist der Antrag auf Kurzarbeitergeld und pauschalierte Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieher von Cook, kurz Leistungsantrag. Hier wieder Stammnummer Cook, die wird irgendwann vergeben. Oder man hatte schon mal Cook. Dann kann man die einfach abtippen. Wenn man eine Ableitungsnummer hat, auch. Hier kommt wieder die Betriebsnummer, die hat man auf jeden Fall, sonst kann man ja keine Löhne abrechnen. Hier kommt dann wieder das zuständige Finanzamt rein. Das wäre, ich weiß gar nicht, was ich gerade vorher hatte. NRW-Straße 1, 2, 3, 4. Okay, ist ein bisschen weit. In 4, 5, 6, 7, 8 NRW. So. Hier steht auch bitte einfache Auswertung einreichen, in dessen Bezirk die Lohnabrechnungsstelle liegt. Geht auch wieder digital. Sollte man auch digital machen. Wir machen es jetzt nur hier mal händisch. Antrag auf Kurzarbeitergeld und pauschale Erstattung. Hier wieder Bezeichnung, Anschrift des Arbeitgebers, sprich der Name des Unternehmens, beziehungsweise der Sitz. Huch, hier muss ich dann Enter drücken, okay. Das ist dann in die NRW-Straße 456 meinetwegen, in 8500. Ach, die liegt zwar nicht mal in NRW, die Postleitzahlen gibt es bestimmt noch nicht, aber egal. So, Anschrift der Lohnabrechnungsstelle, wenn nicht am Betrieb sitzt. Das ist natürlich Quatsch, aber ich fülle es einfach mal aus. Hier ist wieder ein bisschen weniger Platz, warum auch immer man das so gemacht hat. Aber hier können wir dann halt wieder reinschreiben, wo tatsächlich die Löhne gemacht werden. Ja, wieder Kontaktdaten für Rückfragen und alles. So, Telefax und E-Mail könnte man auch angeben. Was hier bei Rot eingekästelt ist, sind Pflichtangaben. Hier kommen dann unsere Bankdaten rein. Einfach nur, damit wir dann auch die Überweisung dafür stattfindet. So. Ist das ein Korrekturleistungsantrag? Nein, ist es nicht. Aber wenn wir feststellen, wir haben die Cookstunden falsch berechnet oder so, dann machen wir natürlich einen Korrekturleistungsantrag. Haben wir in der Regel aber erstmal nicht. So. Ich oder wir beantragen die Auszahlung des Cook und die pauschalierte Erstattung der darauf entfallenden Sozialversicherungsbeiträge für die den beigefügten Abrechnungslisten. Vordruck Cook 108 aufgeführten Arbeitnehmerin. Des Betriebes oder wieder der Abteilung, wenn man einen hat. Dann die Anzahl der Kurzarbeiter nach männlich und weiblich eingeteilt. Ich hatte 15 vor uns, ich mache es einfach 7 zu 8. Wenn wir eine Betriebsabteilung haben, dann müssen ja rein, wie viele dort arbeiten. Des Betriebes, ich glaube, nee, tatsächlich auch beim Betrieb, das ist eine andere Zeile wieder, müssen alle rein, ich glaube, ich hatte 20. So, Summe soll Entgelt. Und Summe ist Entgelt. Das haben wir ja quasi mit einem Rechner berechnet. Und also das war ja unsere Nettodifferenz, sage ich mal. Ich weiß die Werte jetzt leider nicht mehr genau. Ich weiß, das war irgendwas mit 2000. Ich glaube, sowas hier ungefähr. Und das ist ein Geld, wo man glaube ich 1000. Ne, die Differenz war 1160. Ich mache es einfach mal 1000. Man berechnet das dann mit dem Rechner und gibt das hier ein. Wir haben das jetzt angenommen mal für April gemacht. Cook in Höhe von ist dann die Differenz.
pauschaliert als Vorausstattung, die müsste man dann abtippen. Habe ich also im Rechner, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war. Ich nehme es einfach 400. So, und die Summe aus den beiden, was zu erstatten ist, wäre dann 1540. So. Erklärung: Ich will bestätigen, dass die Angaben richtig sind. Bestätigen, geltend machen, dass er allein auf den zum Guckbezug gleichen Gründen beruht, also nicht aus anderen Gründen. Die, das in Spalte 5 der beigefügten Abrechnungslisten auslesen, ist Entgelt wurde gegebenenfalls um Beträge erhöht, um die das Arbeitsentgelt aus anderen als zum Guckbezug gleichen Gründen gemindert ist. Dann gibt es da noch so ein Formular, dann tut man quasi die nochmal dort eintragen. Normalerweise macht man das alles über die Lohnabrechnung und nicht händisch. Und wenn man dann in den Lohnprogramm die Daten einpflegt, dann rechnet der das auch quasi alles selbst und füllt das mehr oder weniger selber aus. Außer solche Angaben hier, die werden manchmal nicht übernommen. Aber die Euro-Werte macht er selbst. Das sollte man dann tatsächlich von der lohnabrechnenden Stelle machen lassen, weil digitale Übermittlung ist erstens sicherer, zweitens sind das jetzt hier mehr oder weniger geschätzte Werte. Ist besser, es so zu machen. Und vor allem macht er dann diesen Sonderantrag hier, diese Spalte 5 Abrechnungsliste. Die macht das Programm dann auch. So, ich will bestätigen, dass die in Spalte 10 Beiträge an die Empfangsberechtigten ordentlich ausgezahlt worden sind oder auszahlen werde. Wir behaupten mal, es wurde schon ausgezahlt. So, sind Arbeitnehmer aufgeführt, die nach meiner Kenntnis alles rein beantragt haben und da es noch nicht so erkannt ist? Nein. Müssen wir machen, wenn man Rentner hat, die aber noch keine Rente bekommen haben, deswegen erstmal Guck bekommen, eventuell aber gar keinen Anspruch haben. So, sind da Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis gekündigt oder durch Arbeitsverhältnis aufgelöst ist? Sollte man lieber nicht. Bestehen noch verwertbare Resturlaubsbestände? Das ist auch eine interessante Frage, wurde ich auch letztes Mal, was sind Resturlaubsbestände? Das sind die quasi aus dem Vorjahr. Und was ich auch gefragt wurde, wie sieht das denn aus, wenn Urlaub beantragt wird? Wurde der Urlaub beantragt, bevor bekannt war, dass Cook war, dann wird der Urlaub ganz normal genommen. Ansonsten kann der Urlaub natürlich auch genommen werden, aber bei der Urlaubsverrechnung innerhalb der Urlaubsstunden ist es ein bisschen anders. So, jetzt sagen wir hier nein. Es sind Arbeitszeitguthaben, sprich Überstunden, die aufzubauen sind. Sollte nicht so sein. Das heißt, kann man auch ja und nein sagen, aber dann werden die oft sagen, negative Arbeitszeiten müssen nicht eingebracht werden. Jetzt in der Zeit wegen Corona können wir es machen. Ansonsten müsste man aber. So, Antrag auf Verzicht auf die Empfangsbestätigung der Arbeitnehmerin. Wir beantragen uns zu gestatten, das Guck an die anspruchsberechtigten Arbeitnehmerinnen meistens ohne Empfangsbestätigung auszuzahlen, weil in meinem Betrieb üblicherweise auch das Arbeitsentgelt bargeldlos oder ohne Quittungsleistung ausgezahlt wird, sollte eher unüblich sein. Eher hier in meinem Betrieb mindestens 50 Arbeitnehmer beschäftigt sind und die Einholung der Empfangsbestätigung der anspruchsberechtigten Arbeitnehmer für den Betrieb mit einem erheblichen Aufwand verbunden wäre. Sollte man also in beiden Fällen nichts ankreuzen, vermute ich mal. So, wir verpflichten uns, der Agentur für Arbeit Beiträge zu ersetzen, die sie an einen Arbeitnehmer zahlen muss, die Auszahlung von Cook durch den Arbeitgeber bestreitet, weil ihr wegen des Verzichts auf die Einzelquittung der Empfang nicht nachgewiesen werden kann. Denn es ist so, der Arbeitgeber kann erstmal das Cook zahlen und kriegt es dann von der Agentur wieder, oder aber der Arbeitnehmer kriegt es direkt von der von der Agentur. Achtens, Antrag auf Auszahlung des Cooks vorprüfen Unterlagen. Ich will beantragen, dass Cook und die pauschalierte Erstattung schon zuerst bevor der Leistungsagentur anhand der Arbeitslohnunterlagen geprüft worden ist. Wir sind davon unterrichtet, dass das Cook bla 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 Scheidung gewährt wird, wenn und zwar die Prüfung des Leistungsantrags anhand der Arbeits- und Lohnunterlagen gibt, dass das Cook und die pauschalierte Erstattung zu Unrecht gewährt wurde, sind die zu viel erhaltenen Beiträge von uns zu erstatten. So, hier wieder Ort, Datum, Stempel, Unterschrift. Und wie gesagt, das läuft dann so. In der Regel ist es zu empfehlen, allerdings, dass das Unternehmen erstmal in Vorkasse geht und sich das dann wiederholt. Man kann, wie gesagt, auch die Erklärung machen und den Angestellten das Guck nicht geben und von der Agentur zahlen lassen. Allerdings weiß ich nicht, wie der Ablauf da dann ist. Da müsste man allerdings auch hier noch ein anderes Kreuz setzen. Wo war das? Nein, nein, nein.
Ich sehe es gerade gar nicht mehr. Moment, da, da, da. Genau, das ist, wenn, wenn der Unternehmer selbst zahlt. Oder dann gibt es halt das hier, die in Spalt 10 eingetragenen Bedingungen wurden noch nicht auszahlt. Ich verpflichte mich, das Guck an die Arbeit auszuzahlen. Die Auszahlung wird durch eine nachzureichende Sammelquittung bestätigt. Kann man auch machen. Oder aber es gibt halt diese komische Regelung hier bei 8. Bei 7. Wir beantragen zu gestatten, das Guck an die anspruchsberechtigten Arbeitnehmerinnen und sie ist ohne Empfangsverschädigung auszuzahlen, weil und dann das. Aber ich würde von 7. abraten, das hier oben ist dann immer die sichere Variante. Gut, den Antrag macht man dann monatlich, am besten wirklich mittels der Lohnabrechnung. Da gibt es verschiedene Listen in den Lohnabrechnungsprogrammen, wie man das einzurichten hat. Dann wird der Antrag dort mehr oder weniger digital ausgefüllt. Man muss noch ein paar Sachen nachkreuzen hier und dann der Agentur zugesendet. Ich weiß, im Dezember habe ich es mal versucht, da ging das noch nicht. Mittlerweile soll es auch komplett digital gehen. Ansonsten halt ausdrucken und dann den Rest handschriftlich ausfüllen. Ja, und dann bekommt man halt das Guck und ist damit eigentlich dann nicht mehr belastet, außer halt, dass man einen Monat in Vorkasse quasi geht. Das sind die Fördermaßnahmen, die meines Erachtens zurzeit alle möglich sind. Es hieß, es gäbe auch die Möglichkeit, Sozialbeiträge zu erstatten. Hatte ich jetzt gelesen gehabt und keine einheitliche Information gefunden. Weiß nicht, ob das nur ein Gerücht ist. Kann es mir von der Logik her auch nicht vorstellen, weil ich kriege die ja hier quasi schon wieder. Also warum soll ich mir die nochmal erstatten lassen? Da hätte ich ja einen Doppelbezug. Weiß es nicht so genau. Also das Thema fehlt eventuell noch. Da müsste sich, wer das gerne möchte, selber belesen, falls es das wirklich gibt. Ansonsten hoffe ich, dass jeden, der jetzt hier ein paar Probleme hat mit der Finanzierung wegen Corona, mit diesen ganzen Sachen geholfen ist. Und hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben, es jedem gut geht und hoffe, dass das jeder gut übersteht, sowohl privat als auch aus wirtschaftlicher, unternehmerischer Sicht. Ich verabschiede mich deswegen bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte alle gesund und ich hoffe, das Video war hilfreich, hat euch gefallen. Über eine positive Bewertung, wie immer, würde ich mich freuen. Und verabschiede mich jetzt aber auch wirklich. Tschüss!